Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Total War Warhammer Infovideo mit mir, Falcon Joe aka El Banana Joe. Heute mal wieder eher so ein Hintergrundvideo. Einfach weil ich, sagen wir mal, die gröbere Arbeit und das Outlining dafür bereits seit einiger Zeit in der Pipeline habe und ja, jetzt sehr, sehr viele Warhammer Infos kamen und ich halt gleichzeitig einfach momentan sehr viel Stress habe, was ich mir ein bisschen anders vorgestellt habe, sage ich auch ganz ehrlich, hatte ich auch angekündigt. Aber ich habe momentan viel Real Life und viel Stress, auch weil einfach ein paar Sachen doch nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber dadurch bin ich halt momentan ein bisschen mehr eingespannt, als mir das lieb ist. Darum kommen gerade diese Infovideos etwas seltener, weil ich mir für die tatsächlich auch Zeit nehmen möchte. Das ist ein bisschen anders als die Schlachtkommentare. Bei den Schlachtkommentaren ist es so, ich nehme das Replay, gucke es mir an, kommentiere es. Da bin ich inzwischen sehr gut drin. Da habe ich auch einen anderen Anspruch an das, was ich in dem Video liefern möchte. Und deshalb auch einen anderen, ganz anderen Produktionsaufwand und eine ganz andere Produktionsweise. Egal, ich schweife vom Thema ab. Wir reden heute über die Zwerge und ihre Ausgangsposition. Und auch ein bisschen über den weiteren Kampagnenverlauf bei den Zwergen. Und wir sehen wieder eine wunderschöne, bis zum Anschlag zugekleisterte Karte. Good job. Ich habe hier mal den kleinen Kartenausschnitt genommen. Erneut, meine Quelle ist die Karte aus dem Minor Factions Blog, den CA vor einiger Zeit released hat. Dazu habe ich auch noch ein eigenständiges Video gemacht. Schaut es euch an, wenn ihr es nicht kennt. Würde mich freuen. Wir sehen hier erstmal die Zwerge an sich. Die Zwerge sind natürlich, wie beim Imperium, wieder eigentlich eine eigene Zwergenfraktion, die hier allerdings nur als The Dwarfs, also die Zwerge, gehandelt werden. Ist allerdings anders als beim Imperium durchaus nah vertretbarer, weil halt Thorgrim Grollbart, der Hochkönig der Zwerge, gleichzeitig der König von Karak Akkadrim ist der größten oder der ältesten Zwergenwerkstatt, eben der Hauptstadt der Zwerge. Das ist auch die Region, in der wir starten. An dieser Stelle kurzer Hinweis zu der Provinz, in der wir starten. Ihr seht das da so in Rot, das ist nicht schön. Aber das ist tatsächlich die Provinz, die Startprovinz der Zwerge. Das heißt, wir kommen tatsächlich an den Punkt, dass die ersten Züge sollen ja immer der Einnahme der Hauptprovinz dienen. Und von dem her, ja, sehen wir da schon, dass wir sehr viel Spaß haben. Es gibt ja, ich habe es nur noch nicht verarbeitet, gab es ja dieses kleine Kampagnen-Walkthrough wieder für die Zwerge. Da werden vielleicht auch noch, ein eigenständiges Video zu kommen. Da haben wir gesehen, diese Silver Road ist ekelhaft zu verteidigen. Ganz einfach, weil sie halt diese ungünstige Form hat. Wir werden auch im Grunde genommen ganz, ganz klar gezwungen, Krieg mit verschiedensten Ork-Fraktionen zu führen. Und ich will das nur mal zeigen. Also wir haben hier einmal die Orks an sich, die natürlich eine Fraktion sind. Dann haben wir hier noch die Bloody Spears, also eine Goblin-Fraktion, nördlich davon, in den Rip Peaks. Wir haben theoretisch noch die Red Fangs, also die Rotzahn-Orks. Es gibt auch noch die Rotaugen-Goblins, genau. Die Rotaugen-Goblins sind nämlich dieses Gelbe im Norden. Das heißt, wir haben im Grunde genommen eine ziemliche Umfassung durch verschiedenste Ork-Fraktionen, die wahrscheinlich auch alle insgesamt wahrscheinlich gut harmonieren werden. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich am Anfang sehr, sehr viel mit Orks und Goblins zu tun haben. Wir haben allerdings auch erstmal quasi einen sicheren Rücken. Und zwar deutlich sicherer noch als beim Imperium.
nämlich Zufba, dass die gesamte Provinz Zufba kontrolliert anscheinend eine starke Zwergenwerkstatt, mit der wir uns sehr gut verstehen werden. Karakhadrin oder Karakadrin in der deutschen Ausgabe. Im Norden, im Orange, ich komme auf Karakadrin gleich nochmal zu sprechen bei der anderen Sache. Und im Süden dann noch Baragwar. Das heißt, wir werden halt, wie gesagt, am Anfang an den Ostrand der Karte vorstoßen müssen. Das wird meiner Meinung nach nicht groß zu verhindern sein. Den Vorteil, den ich tatsächlich darin sehe, ist im Midgame, kontrolliert man dann den Kartenrand an einer Ecke. Das heißt, wenn man sich dann, sagen wir mal, Death Pass, Rip Peaks und Silver Road unter den Nagel gerissen hat, vielleicht noch runter nach Karak Azul durch die Desolation of Nagash gezogen ist, hat man da zumindest eine Flanke sicher. Das Problem ist, jegliche weitere Invasion nach Süden wird da zusätzlich dadurch erschwert, dass die Zwergenarmeen, das ist confirmed, in den Badlands Verschleißer bleiben. Das heißt, wir müssen in den Bergen bleiben, ansonsten haben wir ein Problem. Hierfür wird wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, dass man Baragwar annektiert, auf die eine oder andere Art. Und ja, somit so ein bisschen den Brückenkopf in die westlichen Badlands kriegt. Ja, und das ist erstmal so die Ausgangslage der Zwerge. Klar wird sein, wieder von Norden kommt am Ende des Spiels das Chaos. Es wird wahrscheinlich im Midgame Konflikte mit den Vampirfürsten in Sylvania geben. Gerade wahrscheinlich, wenn man sich entschließt, Zufba einzunehmen. Und das wird tatsächlich interessant, inwieweit man die Zwergenlehrstätte einnehmen möchte und kann und sollte. Wir haben ja mehrere Kampagnen-Playthroughs gesehen, eben in Zwergenkampagnen. Und da haben wir gesehen, dass es durchaus machbar ist, alles zu erobern. Aber sich CA zumindest dafür entschieden hat, in ein, zwei Playthroughs die größeren Zwergenfraktionen auch sein zu lassen. Ich sag mal, wenn das von den Siegbedingungen her klappt und die Zwerge tatsächlich diese Allianzen halten, ist das im Grunde genommen gar nicht so schlecht und ergibt ein von der Lore her sinnvolleres Gameplay, als dass Thorgrim Grollbart jetzt groß rumzieht und andere Wehrstädte einnimmt. Wenn man sich dann verbünden und arrangieren kann, ist das vielleicht ja, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Eine Sache möchte ich allerdings noch loswerden zu Karakadrin. Karakadrin ist der Stammsitz von Ungrim Eisenfaust, also Karakadrin ist die sogenannte Slayer-Feste. Slayer hat man ja schon mal woanders angemerkt, sind eben Zwerge, die sich etwas zu Schulden kommen lassen, haben lassen, die eine Schande auf sich geladen haben. Dann legt man den Slayer-Eid ab, legt jegliche Rüstung ab, schert sich den Schädel und färbt sich den Bart orange und zieht in die Wildnis, um Monster zu töten und dabei den Tod zu finden. Diese Slayer haben so eine Art, naja, kleine Spielwiese, die sammeln sich in Karakadrin und Ungrim Eisenfaust, der Slayer-König von Karakadrin, hat eben selber den Slayer-Eid abgelegt. Das Interessante ist, er hat einen Sohn, Garagrim, und der wird wahrscheinlich der angenommene Fraktionsführer von Karakadrin sein. Das heißt, man kommt dann im Zweifelsfall, wenn man sich für Ungrim Eisenfaust als Legendary Lord entscheidet, in die ungünstige Lage, dass man seinen eigenen Sohn in der Schlacht umbringen muss. Aber man hat ja schon den Slayer-Eid abgelegt. Was kann noch Schlimmeres passieren? Eine Wehrstadt, auf die ich auf jeden Fall nochmal kurz eingehen möchte, ist Krakadrak. Krakadrak ist die nördliche Ka Chaos, also die nördliche Wehrstadt. Im Norden, die gilt als verloren und ist meiner Meinung nach die Festung der Chaoszwerge. Aber da bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Da widersprechen sich auch so ein bisschen die Quellen. Allerdings haben wir Krakadrak auch schon an anderer Stelle bei so einem Rundflug über die Karte confirmed gesehen. Das heißt, da schreit doch schon mal wieder etwas nach Fraktions-DLC. Insgesamt muss ich sagen, die Position der Zwerge gefällt mir sehr gut. Man ist wahrscheinlich defensiv relativ stark, hat allerdings ja, erstmal ein relativ langes, ja, sagen wir mal, Rückeroberungsszenario. Man muss sich gleich am Anfang mit großen Orkstämmen einen ordentlichen Kampf liefern. Meine große Sorge ist tatsächlich,
Gibt es einen anderen Weg ins Midgame zu kommen, wo man erstmal so zwei, drei Provinzen kontrolliert und erstmal ein bisschen sicher ist, ein bisschen durchatmen kann und dann wirklich auch mal Expansionskriege nach Gusto zu führen? Gibt es einen anderen Weg, diesen Zustand zu erreichen, oder werde ich vom Spiel gezwungen, immer denselben Weg einzuschlagen? Da muss CA immer noch, ja, sagen wir mal, die Kritiker überzeugen und die Optimisten bestätigen. Dazu können wir noch nichts sagen, das können wir auch erst am 24. Mai sagen. Ich will immer noch 28. April sagen. Ich wollte nämlich schon die ganze Zeit eigentlich ein Video machen. Nein, noch einen Monat, aber jetzt haben sie es noch nach hinten verschoben. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle allerdings fürs Zuschauen. Ich glaube, es ist erstmal soweit alles gesagt. Es ist auch eher noch so ein, sagen wir mal, Illustrationsvideo. Eine Sache habe ich aber vergessen, tatsächlich, wenn ich hier durch meine Notizen gehe. Late Game. Ich zeige hier nochmal kurz eine andere Karte, wo wir sehen können, was die Zwerge einnehmen können. Und das ist das, was hier in Blau ist. Und meiner Meinung nach ist das halt eine unschöne Situation. Also wir werden wahrscheinlich irgendwann die Badlands, wenn wir expansionistisch spielen, die Badlands eingenommen haben. Oder zumindest das Weltrandgebirge an sich. Das ist, glaube ich, durchaus jetzt nichts, was irgendwie eine Herkulesaufgabe ist und, glaube ich, auch der Standardweg sein wird für einen Zwergenspieler. Und danach stellt mich das Spiel meiner Meinung nach vor eine ziemlich, ziemlich fiese Wahl. Lasse ich Expansion und spiele sehr zwergisch, was zwar, wie gesagt, im Fluff gut ist, aber vielleicht für den Spieler, der ja immerhin doch das Hauptziel des Ganzen ist, nicht irgendwie langweilig und verteidige mich. Oder breite ich mich tatsächlich durchs Weltrandgebirge aus, slaughtere da Late-Game-technisch vielleicht noch ein paar Zwergenwehrstädte und Ork-Stämme, die da im schwarzen Gebirge und in dem grauen Gebirge sitzen, und gebe mich dann einer unglaublich langen Grenzlinie preis, die ich auch nicht konsolidieren kann, weil ich die anderen Gebiete nicht einnehmen kann, und verrecke dann vielleicht gegen eine Chaos-Invasion, die mich an der ungünstigen Verzeihung, an der ungünstigen Stelle trifft. Und da muss ich sagen, ja, da muss CA halt wirklich was Gutes draus machen. Das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz große Problemzone, weil man ja so eine Art Bogen dann hat. Also man hat ja eine ewig lange Grenze mit dem Imperium. Das Imperium kann man nicht effektiv angreifen und im Zweifelsfall kann ich es nur destabilisieren, was ich ja gar nicht möchte, wenn das Chaos kommt. Das heißt, selbst wenn das Chaos nicht ins Weltrandgebirge kommt, sondern erstmal quer durchs Imperium in Richtung Graues Gebirge zieht, habe ich ein Problem, denn ich habe dann eine ewig lange Frontlinie und wie stelle ich meine Armeen so auf? Und es wird ja wahrscheinlich wieder Armeebegrenzung geben. Ich glaube nicht, dass sie das aufheben werden mit der Imperiumsstufe. Wie stelle ich meine Armeen so auf, dass ich mich da effektiv verteidigen kann? Das heißt, begrenzt sich das Spiel dann auf einen sehr, sehr kleinen Teil der Karte, was wiederum, glaube ich, in der ersten und vielleicht auch in der zweiten und dritten Kampagne interessant wird. Aber wenn wir nur von 4 bis 5, also 5 bisher sicher bekannten spielbaren Fraktionen ausgehen, kann ich halt nicht sagen, ja, dann spiel halt eine andere Fraktion, weil vielleicht bin ich mit den anderen auch durch. Das heißt, CA muss im Grunde genommen mehr als sonst noch etwas dafür tun, dass die einzelnen Fraktionen widerspielbar sind. Wenn in ROM 2 so eine Fraktion wie, ach, was weiß ich, ist jetzt nicht, mir fällt gerade nichts Gutes ein, aber sagen wir mal Epirus zum Beispiel. Epirus muss am Anfang den Griechen-Rush machen, also Athen und Sparta rausnehmen, um dann gegen Makedonien vorzugehen. Ansonsten haben die nun ein Problem. Du kannst nicht wirklich komplett anders agieren. Allein schon dadurch, dass du mit Sparta im Krieg bist, geht das nicht. Aber das ist okay, weil wenn ich Epirus durch habe, dann spiele ich halt Athen oder so, oder spiele die Lusitaner, oder spiele Armenien, oder spiele die Ikener. So viele Freiheiten habe ich halt in Total War Warhammer nicht. Darum müssen im Grunde genommen die einzelnen Fraktionen spielbarer sein. Und meiner Meinung nach verschenkt CA da Möglichkeiten, die sie nutzen könnten. Aber gut, sie werden sich ja hoffentlich was bei gedacht haben, als sie das so entschieden haben. Und in diesem Sinne bedanke ich mich dann bei euch doch fürs Zuhören. Wurde jetzt doch am Ende nochmal länger, aber der Punkt war eigentlich relativ wichtig. Ich habe ihn mir auch unterstrichen, darum habe ich ihn auch übersehen.
Darum an dieser Stelle ganz viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Fighting Joe. Tschüss.